Freunde und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute möchte ich euch die 76832 aus der Disney-Reihe vorstellen. Das ist, um genau zu sein, aus dem Film Lightyear. Der XL-15 Starfighter. Wir haben dabei drei Minifiguren, eine kleine Katze, den Starfighter. Aber als erstes gehen wir über den Karton. Hier haben wir einmal den Starfighter. Haben wir da auch nochmal stehen. Ein 8 Plus Set. Hier haben wir Buzz. Hier oben die Minifigur 1:1. Unten nichts. Hier nichts. Da haben wir die vier Figuren. Die Kerze heißt Sox. Der andere heißt Mo Morrison. Er hier, der Dunkelhäutige. Die ältere Dame heißt Debbie Steele. Und hier oben haben wir Buzz Lightyear. Dann die Rückseite. Da haben wir mal das Raumschiff von hinten. Dann eine kleine Szene halt. Dann das Raumschiff auf dem Sockel. Und einmal so ein paar kleine Funktionen. So, dann kommen wir, würde ich sagen, zu den Minifiguren. So, als erstes würde ich sagen, nehmen wir die kleine Katze. Da haben wir einmal das Schaf. Die Katze namens Sox. Finde ich eine kleine süße Katze. Gibt es nicht viel zu meckern dran. Hier vorne mit dem Halsband. Unten, also ein blaues Halsband und einer goldenen Brosche. Oh, eine Katze. Dann kommen wir zu Buzz. Hier haben wir ihn in seinem Raumanzug. Mit seinem Panzer oberhalb. Dann haben wir hier den coolen Helm. Hinten schön mit dem Dichtring quasi, glaube ich, ist das. Dann einmal ein durchsichtiges Visier und halt hier den anderen Helm. Kein glatter, sondern mit eventuell Lampen oder eine Antenne für einen Funk oder so ein Kram. Dann noch das Schaf. Oder nicht? So. Hat einmal Buzz hier eine Sturmhaube auf quasi. Dazu hat er dann noch mitgebracht einen zweiten Kopf. Den stecke ich jetzt mal hier oben drauf. Na komm. Und einmal Haare. Der Kopf ohne Kapuze hat ein Doppelprint. Einmal so ein lächelndes Gesicht und so ein ernst guckendes. Der andere hat nur das ernst guckende Gesicht. Ist zwar auch hinten bedruckt, aber sind nur Planete. So. Das war dann das. Sein Oberkörper ist vorne und hinten bedruckt. Die Beine nur vorne. Dann hat er noch so einen kleinen Blaster mit gehabt. Hier so ein ganz kleines Ding. Dann, wen haben wir denn jetzt hier? Das ist Mo. Hat einen ganz coolen Helm mit. Da haben wir dann ohne seinen Helm. Er hat einen einfachen Print vorne. Mit einem lachenden Gesicht. Er hat auch nochmal so einen Satz Haare mit. Was ich ganz cool finde, sind so die grauen Stoppeln in seinem Bart. Finde ich ganz cool gemacht. Dann hat er auch so einen Brustpanzer mit. Der ist ein bisschen lediert. Er ist dann bewaffnet mit so einem, könnte ein Flammenwerfer sein. Finde ich ganz cool gemacht mit der alten Harpune hier vorne. Er hat einen doppelt bedruckten Oberkörper, einmal vorne und hinten. Die Beine sind nur vorne bedruckt. Komm, stell scharf, weil magst du nicht, ne? So. Finde ich auch ganz cool.
Dann kommen wir jetzt zu Debbie. Wie ist sie, Debbie? Darby Steele. Sie kommt mit einem, ja, Raketenwerfer oder sowas. Hat auch den Helm wie Mo. Setzen wir mal ab. Sie hat auch Einsatzhaare mit. Eine ältere Dame vom Schaff. So. Sie hat auch noch mal dann so einen Panzer. Der ist diesmal in grün, aber auch so Winter, also Gebrauchsspuren dran quasi. Dann, ihr Kopf ist halt doppelt geprintet. Na, stell scharf. Was ist denn heute los? So, einmal mit so einem ernst guckenden Gesicht und mit einem lächelnden. Sie hat auch einen, wie gesagt, bedruckten Oberkörper beidseitig und einfache Beine. Dann, na, passt schon. Kommen wir mal zu dem Starfighter. Nehme ich den mal ab. So. Kommen wir erstmal zu dem Starfighter, zu dem Standfuß. Der ist ja relativ langweilig. Kommen wir am Ende. Ich finde den echt cool gebaut. Er hat hier vorne so ein gelbes Frontteil, so ein Visier. Dann die beiden Dinger sind hier vorne beklebt mit dem Sticker. Aber dieses Dreieck hier drin, was ich auch ganz cool finde, ist geprintet. Dann hat er hier so einen kleinen Joystick in der Mitte. Sonst ist im Innenraum nichts. Dann haben wir immer von unten. Da haben wir dann so ein bisschen rundlich gebaut. Wir haben jede Menge Sticker mit dabei gehabt. Hier vorne die ganzen XL-15 Markierungen sind Aufkleber, genauso wie die Warnstreifen. Dann die Turbinen hinten sind auch ganz cool gemacht, schön mit einem kleinen Zahnrad da drinnen, als wäre da wirklich eine Turbine. Dann, vor der Stunde lässt sich auch noch alles drehen so ein bisschen. Dann haben wir hier noch so einen kleinen, oder zwei kleine Kofferräume, sage ich jetzt mal. Kommen wir mal zum ersten. Da haben wir einen Laptop drinnen. Oben ist auch beklebt. Unten haben wir einfach eine Fliese mit einer Tastatur drauf. Wer den Film geguckt hat, das ist die Formel für den Antrieb oder für den Kraftstoff. Den haben wir da oben drin versteckt. Und dann haben wir hier hinten auch noch ein kleines Fach, da in der Mitte. Da haben wir dann eine von den Kraftstoffzellen. Der ist geprintet auf beiden Seiten. Finde ich ganz cool mit dem Kristall. Auf jeden Fall cooles Teil. Dann haben wir hier überall zwischendurch mal transparente Teile verbaut. Hier unten schön so Seitmarkierungen. Einmal in grün, einmal in rot. Und sonst von hinten haben wir hier überall mal so zwischendurch gelbe Leuchten. Ich fand das Raumschiff echt cool. Was mir auf jeden Fall so ein bisschen gestört hat, ist halt, dass Buzz nicht in seinem schönen Anzug kommt wie in Toy Story, sondern mit so einem 0815 Raumanzug. Das finde ich ein bisschen schade. Dann haben wir hier noch so einen kleinen langweiligen Standfuß. Hier haben wir dann so eine Plakette mit dem Logo von Star Command und der Beschriftung des Raumschiffs. Und noch so ein paar Eckdaten, wie schwer es ist, wie groß es ist, was für ein Kraftstoff, Navigation, Maximalgeschwindigkeit, bla bla. Das ist leider, leider, wie man hier sieht, schön an der Kante ein Aufkleber. Finde ich ein bisschen schade.
Sonst ist es ein recht simpler Standfuß. Hält auf jeden Fall. Welches ist hier treffe? Wo ist denn? Da ist die Aufnahme. Glaube ich. Oder? Ah ne, da. Zack. So. Da habe ich wieder aufgenoppt. Auf jeden Fall finde ich auch noch, ups, die Schubdüsen hier oben ganz cool. Oder die Ansaugeinheit. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr hübsches Raumschiff. Und hat auch sehr viel Spaß gemacht zu bauen. Auf jeden Fall soll es dann das auch für heute gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich alles sehr freuen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschö, tschö.